You look very fit, like you're ready to go. Yeah, absolutely. I'm excited. And hopefully with the new design? Yes. You'll do very well. Yes. Now, I have to root for my American cyclists as well. Yeah, they will benefit too. So the idea is to open up a whole new world. Like, sports prosthesis are very, very expensive and now just are available for Paralympic athletes who have a good sponsorship. But the idea behind is to open up every average amputated people, or kids especially, sports prosthesis, to open up the world and that they can do everything they want and act like they do. And I think that's going to be a real breakthrough that we do now. Well, it can reduce the costs and make it much easier to personalize and fit prostheses. Yes. All around the world at much lower expense and much more rapidly. Absolutely. Well, congratulations. Is Bock your competitor, or is the company Bock, Autobock, you are unique? No, we are a San Francisco-based company. A lot of employees in Europe. No, I understand that. But whether there is competition between the two? But I think we work with a lot of partners. We're doing this one on a worldwide basis. I think we did this one on our own, but of course we're working with other vendors together on printing processes Nico. And materials. It's especially like we are working together. So Autobock is like in at my normal walking leg. Like the foot parts are Autobock, but the idea is that the socket is 3D printed. So it's like it's a get together between. It's not in. Yeah, absolutely. It's a collaboration, a U.S.-German partnership, as we like. All right. Thank you so much. Congratulations. Ich gucke jetzt zum ersten Mal, the first time in my life, and I'm watching breakfast TV. Traurig, dass er nicht hier ist. Aber das ist nun mal die größte Messe innerhalb Europas. Klar, ist aus Hannover an vorher. Das wäre so mein Job gewesen, ne? Das wäre so mein Job gewesen, weil ich mache Kultur und keine Politik, Fernsehen. Legt euch mit dem Fernseher an, ne? No.
Auf Schnauf, Zigarettenkauf. So, wow, ey. Da ist ein bisschen Ruhe da unten. Noch woanders. An apple a day. Mann, wenn der heftige Roboter. Natürlich von anderen, das habe ich auch schon. Der Spiegel, der V-Typ summt auch. Hier ist ein Mirror-TV. When I was younger, so much younger than today. Never needed anybody's help in any way. Now I have to call the police because they're terrorizing me. Me. They're terrorizing me. It's like they're terrorizing Monsieur Hollande. Oh. It shouldn't be. Nein, ist okay, das ist Spiel zu fahren. Ich kriege die jetzt beide ran und nur mit Stecker raus. Ne? Und ich genügend Dings, wo packen wir das denn da hin? Ah, das ist die Rednerschule. Das ist ja voll faszinierend, ey. Ich gucke jetzt zum ersten Mal in meinem Leben. Livestream. Wegen dem Thema natürlich. Wegen dem Besuch des amerikanischen Präsidenten. So, versucht die Rolling Stones in Roskilde zu sehen, aber der Livestream hat nicht funktioniert. Keine Anrufe. So, so guckt einer wie Trump aus, hat auf der Spiegel den Fernseher. Atelier am Hain. Wow. Wenn ich in Hannover wäre, wäre ich wahrscheinlich da. Ich bin angelacht.
Bundeskanzlerin, Mr. President, wir freuen uns natürlich sehr, dass Sie uns hier besuchen bei Ihrer Tour zur Hannover Messe, hier bei Phoenix Kontakt. Und wir haben es gestern schon gelernt, es gibt in den USA viele Städte, die Hannover heißen. Es gibt auch Städte, die Phoenix heißen. Und um es klar zu machen, unser Unternehmen ist nicht aus Phoenix, Arizona. Es ist ein deutsches Familienunternehmen, seit mehr als 90 Jahren, ungefähr 2 Milliarden US-Dollar groß inzwischen, aber seit 35 Jahren auch in den USA tätig. Und insofern begrüße ich Sie hier zusammen mit Chuck Nelly, dem Präsident unserer US-amerikanischen Organisation. Und jetzt möchte ich Ihnen kurz erläutern, warum Sie hier dieses besondere Auto aus dem Film Zurück in die Zukunft sehen, was das mit dem zu tun hat, was wir Ihnen hier zeigen wollen. Schon damals hatten Doc Brown und Marty McFly das Problem, Energie in das Auto zu bekommen. Möglichst viel Energie, um wieder die Reise zurück in die Gegenwart zu schaffen. Und das ist eine Aufgabenstellung, mit der auch, ja, zurück in die Zukunft, ja, es ist, it's a famous. It's a great movie, yeah, Back to the Future. I'm going to send her a DVD. Dieselbe Aufgabenstellung, die es damals gab, ist auch heute noch eine Aufgabenstellung für die Elektromobilität. Nämlich, wie gelingt es, möglichst schnell, in möglichst kurzer Zeit, möglichst viel Energie in so ein Auto zu bekommen, um es alltagstauglich zu machen. Und das, was Sie hier sehen, das ist ein Superfast Charging System. Dass wir als Entwicklungspartner der deutschen und amerikanischen Automobilindustrie mitentwickeln konnten. Es war auf beiden Seiten der Wunsch, mit einem Entwicklungspartner möglichst schnell zu einer standardisierten Lösung zu kommen. Und mit diesem Ladesystem können Sie bis zu 350.000 Watt laden. Damit können Sie die Ladung, die ein Elektroauto für 100 Kilometer benötigt, in weniger als 5 Minuten in so ein Auto bekommen, wenn Batterie und Steuerung das mitmachen. Und das ist dann wirklich, damit schaffen Sie die Ladung für 600 Kilometer in 20 Minuten. Ist das der meinige Stecker, oder? Nein. Das ist eine Kombination aus Wechselstromladen und Gleichstromladen. Aha. Und dadurch erreicht man eben auch diese hohe Energieleistung. Das ist ein Konzept, das, wie gesagt, mit unserem Unternehmen entwickelt wurde, das allerdings als Standard offengelegt ist. Das ist ein IEC-Standard heute, sodass es jetzt sowohl in Europa als auch in den USA eine standardisierte Lösung ist. So, Jack, is this going to work for electric cars of a variety of different models, and has the industry now, between whether it's Tesla or Volkswagen or Ford, are they all now setting up a standard charger so that these can be set up like gas stations around the country? Yes, sir. The connector itself in the U.S. has been standardized by the Society of Automotive Engineers. So the connection system itself, yes. The connector, the charging electronics, no problem, that's easy to do. So between our countries and our continents, we are working on the finalization of the common standards. The data connection here is all standard, so everybody uses the same. We have Germany and the US. Yes, the voltage differences, we have some different codes than Germany has. Levels of electricity, the code. So they can go maybe to 1,000 watts, we can only go, 1,000 volts, we can go to 600. Those are being harmonized as we speak. So something like TPP is fantastic. We're working on those harmonizations to harmonize that. But at the moment, the data standard's all the same. And the inherent connector design is the same. And Frank, I may need a translator, but I'm curious, and Angela, you may have a thought on this, how pervasive now are these charging stations? Because obviously, if we're going to move to electric cars,
people want to know that they have chargers wherever they go. So. Also von den Standard-Ladetechnologien, nicht von diesen Superfast-Technologien, gibt es natürlich schon viele Ladesäulen. In Deutschland allein über 7.000. Das hier ist eine Technologie, die natürlich auch eine spezielle Batterietechnologie in den Autos benötigt. Und die Autos werden ab dem nächsten Jahr zur Verfügung stehen. Und dann wird es, und das ist eben das Gute an dem, an der Standardisierung, die Jack erläutert hat, dann wird es viel einfacher sein, in großer Zahl Säulen aufzubauen. Weil nicht unterschiedliche Varianten produziert werden müssen. Ja, ja. Und Sie können jetzt also, einmal die Hand nehmen. Ja. Was kostet so eine Ladesäule? Ah, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Naja, morgen sitzt man mit der Automobilindustrie zusammen. Ich muss mal wissen, was sowas kostet. Ich kann Ihnen keinen konkreten Preis sagen, noch nicht mal vor dem Stecker, weil er noch ganz fertig ist. Aber nur um es mal zu sagen, das ist nicht einfach nur Metall und Kunststoff. Hier ist ein Kühlsystem drin. Ich habe das schon verstanden, dass es das einfach ist, Stecker. Die Elektronen ins Auto zu bringen. The president made a very good sales pitch yesterday night, so I tried the same now, you know. She asked me for the price. I want to keep the price up. That's why I'm telling you this very high technology. Early on, the price is high, but I'm sure the prices will come down as we get more of them, right? Yeah, sure. You want more volume, more units, and then we can lower the price. Yes. Okay, und ist das jetzt, sind Sie weltführend mit der Schnelligkeit, der Ladegeschwindigkeit? Oder? Das ist im Augenblick die schnellste Ladetechnologie, die es gibt, ja. Okay. Und wie gesagt, es ist ein offener Standard, es wird diese Produkte auch von anderen geben, aber unser Unternehmen war der Entwicklungspartner und ein bisschen haben wir damit das, was mit TTIP gewollt ist, vorweggenommen, durch eine Initiative der Unternehmen. Und am Ende sieht man den Nutzen, den es gebracht hat. Sehr gut. Excellent. Okay. Thank you very much. Thank you. Yeah, thank you.